Wir beginnen dieses Mal mit einem Sitzkreis, bestehend aus zwei Personen. Und ja, wir wollen euch schon mal mental auf das vorbereiten, was gleich kommt, denn wir haben etwas Neues entdeckt. Was krabbelst du denn darum? Was war Wir das haben eben gerade? etwas Lustiges entdeckt, das wird ja Orensis euch jetzt mal kurz zeigen. Ja. Okay, das heißt eigentlich nicht der Sinn der Sache. Wir haben eben die Emotes ein bisschen durchgeguckt und dabei ist, nein, das hier entstanden. Wir saßen in diesem Kreis und dann ist, nein. So, jetzt muss es aber gehen. Dabei ist das hier entstanden. Ja, das gab einen tierischen Lachflash und du kannst Das kann jetzt er sogar aufhören. einhändig. Oh, Alter. Warte Ja. mal. Es gibt hier einiges an Emotes. Wenn man hier mal so durchguckt, das kann man hier alles machen. Das zieht sich bis hier hinten. Wutanfall, kenne ich auch noch nicht. Mal gucken. Oh, der ist ja sauer. Ja. Mal gucken, möchte der auch ein paar Liegestützen? Ja, möchte er. Ist geil. Ja, das ist schon ein lustiges Feature. Ja, ich nehme mal den, gebe Ja, den das mache Quest ich hier mal jetzt ab. auch. Kriegen wir hier was? Ja, so Außer einen komisch. W-Umhang. Der schlechter ist als unser jetziger Umhang, das heißt, wir können den gleich verkaufen. Ich will den aber wenigstens mal anlegen. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Wir haben einen neuen Titel erhalten. Der Wachsame. Nee, ich finde unseren Titel vom Eisenberg cooler. Der Umhang sieht aber nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, aber der andere ist besser, von daher. Was kann denn der Umhang Was hier? ist das hier für ein Epic Fail Schatten? Warte. Wo kommt denn der weg? Was denn? Gleich, guck mal hier. Wo kommt der Schatten her? Läuft der Schatten immer noch? Ja. Jetzt ist er verschwunden. Auch geil. Ich hätte ja gesagt, halt einer auf der Mauer, aber. Das wäre ein bisschen sinnlos, aber okay. Gehen wir einfach weiter. Ja, der Typ ist lustig. Oh, ich dachte, wir müssen sie töten. Nee, der Typ kann uns nicht besiegen. Muhahaha. Bergfeste, sieht zwar nicht danach aus, aber okay. Gibt es irgendwo einen Händler, wo man was verkaufen kann? Erstmal den Quest hier annehmen. Seid ihr gekommen, um Gorm? Gorm? Warte, Gorm, hä? Cooler Name. Hat eine Überhose, kriege ich gleich. Warte, Überhang? Nein, Überhose. Guck mal kurz in unser Dings rein. Jetzt liegt die Überhose. Jetzt haben die auch einen Händler. Nö. Jetzt will ich mal Schlecht. gucken. Was ist denn hier die. Okay, unsere Überhose ist also die Hose über der Hose. Miss. Hast du gerade eine bekommen? Na, nee, aber ich hab die alte ausgezogen. Ah. Darunter ist nur noch eine Hose, aber. Viele Hosen hast du? Also zwei habe ich an. Eine neue Meldung. Titel gewährt. Ja, der ist aber irgendwie lame. Der Wachsame, was ein Scheiß. So, wo willst du hin? Ja, wir wollen. Hast du den Quest von Bjarni angenommen? Ja, ich habe hier beide Quests angenommen, aber was für ein Vieh zieht diesen Wagen, der zudem noch Bremsen hat, die er hochheben müsste? Ist das ein Trollwagen? Und das meine ich in Verbindung mit Troll, weißt du, Wortspiel. Aber welcher normale Zwerg setzt sich auf eine Bank und peitscht einen Troll aus, damit er weiterläuft? Der Troll könnte einen einfach in die Hand nehmen und zerquetschen. Von daher. Keine Ahnung, aber ich möchte, dass du mich jetzt ziehst. Los, Klappe. Geht nicht kaputt, ich habe nicht genug Muskelkraft, ich muss ein paar mehr Butterbrote essen. Ja, dann gehen wir mal in diese lustige Also Höhle. du hast jetzt zwei Quests. Ja, Intro, Ritualsteine und Schrein des Gefallenen, Punkt. Vor kurzer Zeit schon benutzt. Komm ich jetzt hier bitte auch mal rein? Vor kurzer Zeit schon benutzt. Ich komme nicht rein. Wo kommst du nicht rein? In diese Dinge hier unten. Wo willst du hin? Ich denke, du willst da rein. Du bist ein bisschen fail. Wo bist denn du? Ach, du bist da oben. Hier, Ach, wir du willst da müssen. hinten rein. Sag mir das doch, ich wollte da unten rein. Nee.
Vor kurzer Zeit Nein. schon benutzt, der kommt nicht rein. Ey, Türen haben jetzt mittlerweile eine Abklingzeit. Ein schwarzer Stein, ist das der Seelenstein aus Skyrim? Keine Ahnung, aber hier oben ist eine lustige Fledermaus, die ich jetzt umbringen werde. Nein, ich sammle erst diesen Stein. Komisches Viech. So, wo hast du den schwarzen Stein gesammelt? Da unten links am Podest von dieser Statue. Bück dich, du Knecht. Bück Oh ja, dich. ich bücke mich gern für dich. Oh, nee. Liegestützen sind immer noch die besten, vor allem wenn man sich dann um 360 Grad drehen kann. Sowas möchte ich auch können. Wie, kennst du das nicht? Nee, kannst du sowas? Klar. Liegestützen einhändig und dich dann um 360 Grad drehen? Klar. Ja, das muss man meistern. Du hast da unten übrigens den Stein übersehen. Was? Wo? Lach dann in dem Podest. Oh, jo, ich seh's. Nehmen wir den auch noch auf. Brauchen wir noch einen einzigen? Den finden wir wo? Ich höre schon wieder die Fledermäuse sterben. Ah, hier ist einer. Dann sind wir hier auch schon wieder fertig in dieser Das erinnert mich an dieses lustige Höhle. Fledermaus-Video. Nein, das erzählst du jetzt nicht. Wir könnten hier am besten direkt Wir runterspringen. könnten Dann aber können gucken, was hier hinten kommt. Hier geht's ja nicht weiter. Da kommen nur weitere Steine und Fledermäuse. Wir können ja auch einfach runterspringen zum Altar. Ja, ha, ha, ha. Aber den Quest gleich auch abgeschlossen. Wir brechen uns hier wieder die ganzen Knochen. Eine bedrohliche wirkende Statue. Naja, so bedrohlich wirkt die jetzt nicht wirklich, ne? Nee, nicht so ganz. Ja, ich krieg Albträume. Oh mein Gott! Wir krüppeln uns dann auch mal wieder aus der Höhle raus. Wir haben soeben ein Chromosom verloren. Was ist das denn für einer? Was hat denn der da für einen Helm auf? Guck dir den mal an. Was für ein Helm, das sind seine Haare. Nein, guck mal hier. Das sind definitiv nicht seine Haare. Das ist eine Nackenkappe oder sowas. Weißt du, wie bescheuert die aussieht? Ja, und? Der sieht aus, als hätte man den gefangen genommen und hätte ihn so einen Sichtschutz aufgegeben, weil er so hässlich ist. Der hängt aber falsch rum drauf. Oh, was gibt's denn hier? Ein solider Stein. Ja, du hast wahrscheinlich mehr Auswahl als ich. Ich kann nur ein einziges Item auswählen. Ah, okay. Ich muss jetzt mal Ja, ich gucken, gehe kann ich hier auch mal. einhändig oder zweihändig? Du kannst ja like a Gimli. Ja, das mache ich glaube ich auch. Das ist alles zu verkaufen gedacht. Ich hole den Geist da hinten ab. Alter, auf für den Scheiß. Hey, ich drehe mich nur um meine eigene Achse. So, jetzt kriege ich eine neue Das ist für Überhose. mein Volk ein schwerer Tag. Meint Überhose? Er Ja. sagt Überhose. Die heißt wirklich so. Weiß, wattierte Überhose. Habe ich zum Beispiel. Oh, das sieht cool aus. Hier sehe ich aus wie so ein richtiger Zwerg. Gleich mal. Ah. Ja, ich auch, ne? Ich sehe aus wie so ein Magierzwerg. Du siehst eher aus wie so ein fetter Händler oder sowas. Ja, Magierzwerg halt, ne? Hier gab es keinen Händler, ne? Nee, aber wir gehen jetzt einfach direkt zum nächsten Quest, dann kommen wir automatisch zum Händler. Ey, hier ist schon wieder so ein hässlicher. Apropos, ich habe übrigens vergessen, die Stoppuhr anzumachen. Jetzt wissen wir nicht, wie lange wir schon drehen, aber ist doch egal. Wir werden einfach mal im random Prinzip aufhören irgendwann. Wir krüppeln uns nach vorne. Sprecht mit Dwalin. Dwalin kennen wir ja noch, ne? Ja, ich stehe in ihm. Wer sieht besser aus? Mal gucken, wie er aussieht, wenn wir uns alle in ihn reinstellen. Da kommt der Inkenkrüppel raus. Wie der jetzt aussieht? Kein Kommentar zu zusammen. Ja, als was soll man das betiteln? Als hässliches Etwas, was einfach viel zu fett ist, weil es zu lange bei McDonald's gegessen hat. Komm, wir gehen jetzt mal weiter. Wo müssen wir da hin? Nach links Wir müssen wir mal. hätten rechts rum müssen, nein, links. Nein, ich bin ein richtiger Deutscher. Ich drehe mich dreimal rechts. Grimhand-Zwerg. Bam, Oh, ich eine lauf durch ihn Statue. durch. Hier, ha was? Schaufensterpuppen? Was ist das da hinten denn cooles? Ey, hier ist eine riesige Treppe. Ich gehe da mal hoch. Was ist das hier? Da können wir gleich hingehen, da kommen wir zur Halle. Oh, geil. Das machen wir am besten beim nächsten Mal. Die sieht cool aus. Wir haben schon mal einen groben Blick bekommen.
Ich finde die Schaufensterpuppen hier mal ganz geil. Mithril-Münzen. Was? Mithril-Münzen? Das will ich jetzt mal kurz wissen, Oh, ein kleiner Hobbit. Ach nee, eine wie Puppe. teuer diese Mithril-Münzen. 25 Mithril-Münzen kosten 250 Shop-Punkte. Das hier wäre die Zwergenrüstung. Nein, die sieht scheiß aus beim Zwerg. Diese goldene Rüstung sieht ebenfalls scheiße aus beim Zwerg. Die sieht hier aber mal so. Alter! Guck dir die mal an. Ich bin dabei, aber die sieht cool aus. Alter, sieht die geil aus. Wie kriegt man denn diese Mithril-Münzen hin? Wo kriegt man die denn her? Aus dem Shop irgendwie, auf jeden Fall schon mal. Das möchte ich aber nicht. Ich verkaufe jetzt erstmal hier meine Sachen und die kann man sich irgendwie im Laufe noch, die kann man irgendwie so finden, meine ich. Gut, so, verkaufen. Auch ein gutes Feature ist, dass wenn man etwas versehentlich verkauft hat, dass man es zurückkaufen kann. Wobei diese erste Rüstung auch nicht schlecht aussieht, ne? Naja, es geht, ne? Aber im Geist sieht die letzte aus, ne? Aber was ich mich jetzt gerade frage, Mithril, nutzt die Münze um einige braucht man die. Fünf Mithril-Münzen kosten 50 Punkte, aber irgendwo muss doch stehen, wie viele wir davon haben. Könnten wir mal unter Geldbeutel gucken? Ja, da habe ich auch schon geguckt, da steht Das ist aber nicht aber. so viel. Du kannst mal die Währung ändern. Ah ja. Maximale Goldgrenze. Ah, das kostet uns wieder Münzen. Ja, die können wir ja später entfernen für ein paar Münzen. Ja, wo stehen hier unsere Mithril-Sachen? Ich mich mal nach. Biografieruf. Wahrscheinlich haben wir keine, deshalb wird es uns nicht angezeigt. Oder steht einfach irgendwo anders? Das müssen wir jetzt mal kurz gucken. Nein, hier steht es nicht. Wenn ich jetzt einfach mal. Wir haben null. Wo steht denn das? Ja, wenn du Rechtsklick auf die Schaufensterpuppe machst, dann steht da automatisch, dass wir Ach null so, ja, haben. das habe ich gesehen. Was ich jetzt machen werde, ist kurz nachgucken in der Wiki, wie man diese bekommt. Ja, mach das mal. Ich guck so lange mal hier in den Emotes rum. Also diese Mithril-Münzen können aktuell nur im Shop erworben werden, aber sie dienen halt dann für einige Sachen. Von daher sollten wir vielleicht dann irgendwann mal, wenn wir ein hohes Level erreicht haben, uns vielleicht diese Rüstung zulegen, weil ich meine, die sieht ziemlich cool aus. Aber jetzt aktuell liegt das definitiv nicht in unserem Budget. Kommt ja ganz drauf an, was wir da. Warte. Nein, wag es dich. Wag es dich. Ich mache nichts. Mach noch einmal, please. Bevor wir dann weiter questen. Ich werde jetzt einmal kurz sehen, wie das aussieht. Och nee. Leute, guckt alle weg. Du bist ein bisschen weit oben. Oh, ich seh's. Vor allem, du hältst dich da auch noch so. Nein, okay, das machen wir jetzt nicht. Nein, Ich setze na. setz mich jetzt einfach in dich rein. Dass ich einfach. Oh, schade. Okay, wir questen dann jetzt einfach Ist mal weiter. Dvalin, der sieht nicht wirklich originalgetreu aus. Geht. Wir nehmen einfach mal die Quest an. Gebratene Pilze bekommen wir als Belohnung. Alter Ring, das ist der eine Ring. Untersucht merkwürdige Erde am Flussufer. Hier Das links gibt's noch einen Quest. Oh, yo, ich sehe es. Dann nehmen wir den auch gleich mal an. Oh, da bekommen wir Schulterplatten. Ein Geile Schlafsack. Scheiße. Was haben wir denn hier? Schmied? Ja, okay, das sind hier normalen Händler. Aber ich denke mal, dass wir irgendwann im Laufe unseres LPs auf jeden Fall diese Rüstung hier irgendwie erwerben werden, Ja. weil ich finde die einfach saugeil. Aber irgendwann wird es bestimmt auch mal die Möglichkeit geben, Mithril irgendwie anders oder Computerbild macht mal wieder eine Aktion, ne? Man weiß ja nicht. Ja.
Ja, du hast jetzt zwei Quests, sehe ich das richtig? Ein Moment. Ja, ich lese hier gerade, dass es eine Aktion gab. Man kann Mithril-Münzen durch die täglichen Hobbit-Geschenke erhalten. Eine zwar sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber es gibt sie. Ich habe ja tatsächlich zwei Quests. Intro, eine solche bei Thorins Punkt, Punkt, Punkt Ja. und Intro, die Hunde des Todes. So, wo gehen wir hin? Ich folge dir. Barker sind schnell verfahren. Barker, ja, wir machen den hier erstmal der Aufgabenliste. Ja, das ist ganz schön. Was haben wir denn hier für einen Straßenpenner? Mann, ist der komisch. Und hier haben wir dann schon die erste Hightech, eine halbe Rakete. Und die bauen hier auch lustige Sachen ab. Ich glaube auch nicht, dass das für einen Screenshot würdig ist. Aber ey, diese Maschine Aber war die schon immer dieser hier? Typ hier ist für einen Screenshot würdig. Diese Maschine war die schon immer hier? Nein, aber komm mal her. Karussell fahren! Ach, geht nicht. Schade, Komm mal ich her. komme. Uno momento. Ja. Ja, es ist herausgebackt. Schade. Ey, das ist ja mal richtig geil. Warte, lass ihn mal voll buddeln. Das ist ja richtig geil gemacht. Den willst du jetzt einen Screenshot haben? Nein, vielleicht backt er sich jetzt wieder fest. Na, kratzt sich so den Arsch, er backt nicht. So, was hast du? Die Maschine kommt es nicht rein. Ne, da ist eine unsichtbare Wand, aber ist ja egal. Sieht aber ganz cool aus. Was machen die überhaupt? Da dann Blut in der Mitte ist oder sowas, oder Verzierung, keine Ahnung. Man kommt da nicht rein, schade. Egal, dann fangen wir hier einfach mal an zu questen und töten diese ekligen Bären. Wer hat die misshandelt? Bam. Das Fleisch dieses Bären ist bereits vergammelt. Ja, das ist natürlich ein klarer Fall von Gammelfleischskandal. Komm, wir rufen die Mäckler an. Also ich nehme den Matsch hier vorne auch schon mal mit. Wenn dieses Gammelfleisch bald wieder in unserer Lasagne oder sonst wo landet, dann wisst ihr Bescheid. Wir haben es vorausgesagt. Warum kann ich diesen Matschhaufen nicht aufheben? Warum wühlen wir ja nicht im Matsch? Ich meine, wir sind Zwerge, Krieger und Magier. Warum wühlen wir im Matsch? Ich wette mit dir, ich kann mich in diesem gesamten Matschhaufen verstecken. Ich wette mit dir, der Berg kann länger auf zwei Beinen laufen als du. Es gibt ja auch diese lustige Sache, dass man sich hier in Herr der Ringe Online betrinken kann. Ah, ja, das ist Da werden toll. wir auf jeden Fall eine Folge machen, wo wir einfach nur die ganze Zeit Ingame-Alkohol trinken, bis unser Charakter nicht mehr kann. Das gilt vielleicht für dich. Aber vielleicht installiere ich eine Kamera und besorge mich im Real Life auch noch mit dazu. Dann habt ihr doppelten Spaß. Bis du irgendwann umkippst und ich dich abholen muss mit dem Krankenwagen oder sonst was, weil du Alkohol mit Spülmittel verwechselt hast. Ich wollte gerade schon, warte, ich denke, wir hätten diesen Scheißhaufen hier rein. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Siehst du noch auf der Aufnahme? Ich bin weg. Das Und ist die perfekte Tarnung. Ich komme hier vor wie im Mantel von, wie hieß das Ding? ich sehe ihn jetzt auch wieder. Wie hieß das? Lothlorien oder wie der Typ da hieß? Nee, das war der Wald, ne? Ja. Der dem werden Leuten die Mandel geschenkt, mit denen sie sich unsichtbar machen können? Mantel unsichtbar, das ist wenn Harry Potter. Nein, ich rede vom dritten Teil, wo Frodo und Samwise Gamgee sich unter dem Mantel verstecken. Und der Mantel aussieht wie ein Stein. Ach so, du meinst in die zwei Türme. Ja, genau, ja. Ey, die befummelt mein Nest hier. Ey, ob die sich gleich wundert, wenn das Ding weggeht und hier jemand rumliegt? Die hatte ich ja schon gesehen, okay. Jetzt Schluss mit dem Versteckspiel. Wir wollen mit Sicherheit nicht sehen, wie du da 20 Minuten lang in einem Matschhaufen rumliegst. Man kann ja an die Seite drücken, auch geil. I'm stuck. Der schreit da hinter mir rum. Was ist das hier für ein Wachhaus? Müssen wir auch noch mal reingehen? Was können wir vielleicht hier in diesem Geldbeutel mitnehmen? Die spielen hier. Hast du das gerade gehört? Diesen Donner? Hier explodieren diverse. Ja, man könnte das vergleichen mit einem Kamin.
Schornstein, whatever, die explodieren hier schon. Ja, das könnte dieses Gebäude hier sein. Das sieht nämlich sehr schornsteinmäßig aus. Nee, lag das eben schon hier rum? Ja, tat es. Okay, ich dachte gerade schon. Man kommt hier nicht Komm mal rum. her. Was ist denn hier drin Ja. los? Hier leuchtet grün aus dem Fenster raus. Ich würde mal sagen, da deutet sich die nächste postapokalyptische Sache an. Ich glaube, wir haben hier dann das erste AKW, was hier hochgeht. Das. Wo leuchtet's grün? Ich weiß gar nicht, ob du im gleichen Haus bist wie ich, aber dieses Haus ist echt geil gebaut. Das hat nämlich keine Tür. Bist du dir wirklich sicher? Zwerge brauchen keine Türen, die meinen sich einfach. Was ist denn hier? Hier geht definitiv gleich irgendwas hoch. Und überall leuchten grüne Häuser. Was ist das? Wo bist du denn hin? Stehen da die? Oh, guck mal Ja. hier, die ganzen Fenster leuchten grün. Ja, Irgendwas ich züchten sehe die es. hier. Züchten irgendwelche komischen Monster, die sie bald auf uns loslassen, aber das ist uns jetzt relativ. Wir sind Level 5 und unbesiegbar, aber Komm, nein, wir wir geben gehen einfach nicht an, Quest die ab hier. Quest abgeben. Dieser Typ, ich weiß nicht, ob der eben schon da war, aber seine Farbe der Rüstung. Ja, Dori Langbart war eben schon da. Die Farbe? Alter Ring, das ist der eine Ring, wie Palamon ja schon gesagt hat, das könnte ich schwören. Jetzt kriegen wir noch ein Kupferband dazu. Oh mein Gott. Den Ri Ey, der Ring gibt uns plus 1 Macht und da will man mal sagen, das ist nicht der Ring der Macht, ne? Also ihr könnt euch anscheinend auch nicht entscheiden. Was ist hier hinten? Ja, hier hinten sind dann auch diese anderen Viecher, Ja. die wir töten müssen. Wir sollten übrigens langsam mal aufhören für diesen Teil. Wir haben das ziemlich lang, wobei wir die noch töten können hier eigentlich. Wir töten jetzt eben noch diese 4 Viecher und dann müssen wir euch leider schon wieder verlassen. Warte mal. Ja. Ich dachte gerade, ich hätte ihn gerundet. Ja, dann haben wir den Quest auch fertig. Wir haben hier. Ja. Ja. Einen Moment. Holy shit. Was ist? Ja, okay. Was geht bei Wir dir ab? kämpfen uns mal bis zum Dings vor, denn anscheinend lassen gerade die Akkus meiner die Batterien meiner Funktastatur nach. Hier unten müssen wir abgeben. Diese Hunde lassen mein Herz erstarren. Ja, das ergibt Sinn. Da kriegen wir die Schulterpolster. Oh, die Die sind aber sehen die. cool. Oh, lol, die sehen wirklich nice aus. Sehen bei mir ein bisschen anders aus, aber trotzdem sehen sie So, gut jetzt aus. machen wir am besten noch erst looten, nehmen wir mal schon unseren Loot mit hier. Und verkaufen den auch direkt. Wobei leichte Fülle können wir durch weiterverarbeiten, ne? Ja, die behalte ich auf jeden Fall erstmal. Das Paket ist in Tasche 4, da kommen Sachen rein, die wir noch brauchen könnten. Brauchen wir diese komischen gebratenen Pilze? Ja, sie geben uns Beweglichkeit, dann behalte ich sie. Auf jeden Fall. Kurz gucken, das ist scheiße, das können wir verkaufen, das ist auch nur Trophäen. Ja, ich verkaufe jetzt noch meine Scheißhäden schnell. Das ist unerhört. Ja, das finde ich auch. Ah, ich glaube, ich weiß was. Ah, cool. Was hat das zu Ja, bedeuten? was? Du kannst hier Sachen locken, dass du sie nicht verkaufen kannst. Das ist geil. Ich lock jetzt mal alles, was ich nicht verkaufen will. Das kann weg, die Pilze sind gelockt, ja, das kann alles weg. Coole Scheiße. Ja, ich bin dafür, wir machen noch einen Screenshot. Ja, einen Moment. Wo willst du ihn machen? So, hier, so mitten auf dem Weg oder so. Sieht irgendwie komisch aus, aber okay. Ein Moment, so, dann machen wir doch mal ein, zwei, Screenshot 1 und 2. Dann machen wir den auch noch und ja, dann sind wir jetzt auch wieder fertig für heute. Die Arbeit ist getan. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Wir sind hier bei der Halle von Thorin übrigens. Und ja, für heute verabschieden sich eure beiden muskulösen Zwerge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play der Herr der Ringe online wieder. Und ja, gibt's noch was zu sagen? Nein. Oh, der zweite. Oh mein Gott, der zweite richtige Spieler, den wir hier heute finden. Er Er heißt, ist Coxy. wie wollte ich gerade sagen, er heißt Coxy und ist Zwerg.
Wunder geschehen immer wieder. Naja, egal. Ich lege mich jetzt hier an die Ecke wie so ein Penner und dann können wir auch hier schon uns verabschieden. Ja, das war's dann für Ja, das die war's. heutige Folge. Anzapfen? Was? Was für Anzapfen? Was willst du abzapfen? Ja, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, viel Spaß bei unseren anderen Videos. Wir sehen gerade übrigens, was Koxi hier unten besiegt. Und ja, wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder zu sehen. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wieder. Schon wieder ein Sprachfehler zum Ende der Folge. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt uns, warum es euch nicht gefallen hat. Dann werden wir unser Bestes geben, um das zu verändern. Und ja, wir sind euer Team React. Bis zum nächsten Mal.